Herr Krieg, was verstehen Sie unter dem Begriff Multimedia? Vor 10 Jahren habe ich darunter verstanden, wenn Dia-Vorträge begleitet sind von Tönen. Heute würde ich sagen, verstehe ich darunter alle möglichen audiovisuellen Informationen oder Daten, die aus dem Computer kommen. Herr Krieg, was verstehen Sie unter dem Begriff Multimedia? Vor 10 Jahren hätte ich darunter einen Dia-Vortrag verstanden, bei dem auch Ton und Musik zu hören ist. Heute würde ich sagen, sind es alle möglichen Bewegt-Bildmedien, die aus dem Computer kommen. Das müssen wir nochmal machen, wahrscheinlich, weil der Gute. Wir haben jetzt einfach angefangen, weil wir haben. Ja, ist in Ordnung. Lesen Sie direkt von innen an die Tür, damit keiner reinkommt? Nee, stell dich außen hin. Ja, nee, ich muss jetzt darunter eben was. Und dann mache ich mit meiner Tochter eine Boutique in, wie war das? Also dann nochmal. Ja? So. Herr Krieg, was verstehen Sie unter dem Begriff Multimedia? Also vor 10 Jahren hätte ich darunter verstanden, einen Dia-Vortrag, bei dem man auch Töne hört. Heute würde ich sagen, es sind alle Bildmedien und audiovisuellen Medien generell, die aus dem Computer kommen. Was meinen Sie, was ist das Besondere an Multimedia gegenüber anderen Medien? Das Besondere ist natürlich die Eigenschaft des Computers, direkten Zugriff sehr viel schneller zu gewähren gegenüber einem linearen Medium, also Film oder Video. Und durch diesen direkten Zugriff auf jedes beliebige Bild, zum Beispiel beim Film, ist eine interaktive Ablauf möglich. Das heißt, ich kann in einen Dialog plötzlich mit dem Medium treten, das konnte man bisher nicht. Wo liegen eigentlich die technischen Wurzeln von Multimedia, also die Entwicklung? Wo hat das da irgendwie angefangen? Oder gibt es eine Parallelentwicklung? Gibt es Wurzeln beim Militär oder? Ich glaube, es gibt sehr viele Wurzeln, die einfach zusammengeführt wurden technisch. Es gibt zum Beispiel Wurzeln im Theater. Es gab interaktives Theater schon kurz nach dem Krieg, wahrscheinlich schon früher, weil Interaktivität auch eine Grundform des Theaters ist. Es gab frühe analoge interaktive Medien, wenn Sie denken, die Bildplatte zum Beispiel. Und das alles ist natürlich, es gab Simulationssysteme beim Militär schon sehr früh. Die ganze Chip-Entwicklung wurde am Anfang ja auch vom Militär forciert. Ohne dass ich jetzt sagen würde, es gibt eine bestimmte Ursache für interaktive Medien, sind es einfach sehr viele technische und kulturelle Entwicklungen, die da zusammengeführt wurden. Was glauben Sie, was Multimedia dem User geben kann und nehmen kann? Es kann ihm ein simuliertes Erlebnis von Dialog geben. Ich glaube fast, dass das mit einem der Grund für die hohe Attraktivität ist, die interaktive Medien zum Beispiel auch auf Kinder haben. Es ist gar nicht die Bildqualität oder die Tonqualität. Wenn Sie die Kinder sehen beim Gameboy, dann muss es irgendwas damit zu tun haben, dass jemand mit im Dialog mit einer Maschine und damit mit sich selber letztlich treten kann. Aber Sie sehen am Gameboy als dem primären interaktiven System auch, was es einem User nehmen kann, nämlich die Zeit. Wie sehen Sie das in Bezug auf den Film? Ich glaube, es gibt interessante mögliche Erweiterungen des Films, dass man zum Beispiel interaktive Filme mal ausprobiert. Das muss nicht immer in die Richtung von der Auswahl anderer Fortsetzungen einer Geschichte gehen. Man kann auch ganz andere Dinge damit machen. Ich glaube, auf jeden Fall wird es dem Film nichts wegnehmen. Es wird dem Film höchstens noch neue Möglichkeiten dazugeben. Und dann hätte ich jetzt gerne noch 2 Sätze von Ihnen gewusst zur Zukunft von Multimedia. Die eine Zukunft von Multimedia wird wahrscheinlich sein, dass man den Begriff Multimedia nicht mehr benutzt, weil er jedem zum Hals raushängt. Die andere Zukunft wird sein, dass es so genauso selbstverständlich wird wie das Telefon heute, nur dass das Telefon letztlich ein audiovisuelles Medium sein wird. Vielen Dank. Danke Ihnen.